Hallo, mein Name ist Sebastian Schäfer, ich bin PGA-Golflehrer und ich werde dir heute dabei helfen, wenn du häufig deine Bälle toppst. Bei getoppten Bällen bewegt sich der Schläger oft schon wieder in die Aufwärtsbewegung und du triffst den Ball nur mit der vorderen Kante des Schlägers. Dies hat verschiedene Ursachen. Es kann zum Beispiel sein, dass du dein Gewicht während des ganzen Golfschwungs zu sehr auf der rechten Seite behältst. Der Schläger würde daraufhin sich am Ball schon wieder nach oben bewegen. Und du hättest keine Chance, den Ball gut zu treffen. Auch wenn du probierst, dem Ball zusätzliche Höhe zu verleihen, indem du mit den Handgelenken probierst, unter dem Ball zu löffeln, ist es ganz, ganz schnell passiert, dass der Schläger schon wieder in der Aufwärtsbewegung ist und du den Ball nur noch mit der Kante triffst. Das ist natürlich ärgerlich und bringt dich nicht nach vorne, doch mit ein paar einfachen Drills kann ich dir hoffentlich dabei helfen. Fürs Erste brauchst du eigentlich nur dein Handtuch, welches du dir in ungefähr 30 cm Abstand vor den Ball legst. Du kannst jetzt ganz normal wie gewohnt Bälle schlagen und achtest darauf, dass du im Schwung das Handtuch nicht triffst. Das würde passieren, wenn du dein Gewicht rechts hältst oder probierst, unter dem Ball zu löffeln. Du bist also jetzt gezwungen, dich nach links zu bewegen und die Handgelenke erst später im Schwung aufzulösen. Gut kombinieren kannst du das Ganze noch mit einem zweiten Drill, nämlich dem Mitlaufen. Bei einem guten Golfschwung sollte es dir ohne Probleme möglich sein, ein, zwei Schritte dem Ball hinterherzugehen, nachdem du ihn geschlagen hast. Beim nächsten Mal auf der Range diese beiden Drills aus und du wirst den Ball schon ganz schnell viel satter treffen. Viel Spaß damit!